Hey Leute und herzlich willkommen. Das ist mein Schreibtisch. Dieses Video war ziemlich gefragt, deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein neues. Und zwar haben wir hier einmal meinen Stuhl. Das ist der alte Schreibtischstuhl von meinem Freund. Das ist so ein alter Gaming-Stuhl und darauf liegt halt eine Decke, falls es mir kalt ist. Links auf der Fensterbank habe ich immer noch zwei Pflanzen. Die linke, da kenne ich den Namen nicht. Die rechte ist eine Monstera. Einen kleinen Spiegel und meine Funko Pop von Ray. Nichts Besonderes. Dann haben wir einmal hier mein Yoshi und den kleinen Koali. Und meine Brille liegt auch meistens auf diesem Organizer. Der ist übrigens von Muji. Den habe ich erst neu in Hamburg geholt. Die haben, glaube ich, sogar gerade 20% auf alles. Von daher ist ganz nice. Ganz oben habe ich meine liebsten Tombow-Sachen, also die Stifte und ein paar Kaugummis. Unten sind halt größtenteils schwarze Stifte und meine Midliners. Und gleich daneben liegt auch mein Bullet Journal. Welches aber noch nicht so wirklich in Benutzung ist. Das muss halt noch ein bisschen fertig gemacht werden. Daneben haben wir das Herzstück, mein MacBook, welches ich aus so einem coolen MacBook-Ständer gestellt habe. Der ist übrigens von Amazon. Ich versuche den morgen zu verlinken. Und davor ist die Logitech-Tastatur. Die ist halt eine externe, die habe ich mir dazu geholt, auf dem eigenen Geld bezahlt. Also ja, daneben habe ich meine Logitech-Maus und mein Apple Pencil. Basics halt, ich glaube, das Apple lag zu dem Zeitpunkt auch gar nicht am Schreibtisch, deswegen ist es nicht da. Und so ein Mauspack von ISI. Basics halt. Dann an der Wand über meinem Schreibtisch haben wir einmal diese Farbtabelle, das ist von Tombow, habe ich mir selber fertig gemacht. Das sind halt alle Farben, die ich besitze. Darüber sind zwei Postkarten von Milky Danny, das ist ein Etsy-Shop und auch jemanden auf Instagram, meine gute Künstlerin. Daneben haben wir halt oben einmal meine Zeichnung einer Tulpe und zwei Postkarten. Die ganz obere ist aus irgendeinem Bastelgeschäft, da weiß ich nicht mal mehr, wie das hieß, aber ist auch ein bisschen älter. Rechts haben wir einmal meine Schreibtischlampe, die ist aus den Niederlanden und da sind einmal die beiden Schlüsselanhänger von Buddy Buddies, sind auch Kooperationsgeschenke und ganz rechts steht noch dieselbige Pflanze, wie sie auch ganz links steht und dann haben wir auch schon meinen Drucker. Alles ein bisschen basic und rechts ist dieses Ungetüm, welches ich hoffentlich bald weg habe. Das ist nichts Besonderes, das ist halt so ein Fake-Ding wie bei Ikea, aber das ist gleich von Action gewesen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu meinen Schubladen. Und zwar ist da ganz viel Stuff drin, welcher nicht wirklich organisiert ist. Da sind einmal meine Washi-Tape-Sachen, die sind von Amazon, die karierten. Ein paar Sticker sind da mit dabei. Das Washi-Tape dort habe ich bei Rewe gekauft. Das fand ich ganz schön. Ich glaube, es hat 4 Euro gekostet. So ein paar Sticky-Notes, ein bisschen Bürokram. Meine Zebra-Gelstifte, welche wirklich sehr gut sind. Ganz, ganz viel Stuff. Meine restlichen Tombos sind da drin, genauso wie ein paar Stabilo-Marker. So eine Müllecke würde ich das schon fast nennen. Da ist irgendwie alles Wichtige drin für meine AirPods, meine Cases, all das. Und in der rechten Schublade ist halt nicht ganz so viel Chaos, aber ich nenne es trotzdem Chaos. Da sind einfach meine Atesa-Fineliner drin, meine Hülle von meiner Handyhülle, ein paar Giveaway-Geschenke. Ich kaufe immer ein bisschen mehr auf Masse, deswegen habe ich immer meistens dasselbe gedoppelt und dreifach zu Hause. Meine Faber-Castell-Buntstifte. Mein Aquarellkasten ist mit dabei, meine Kreisschablonen, all dieser Stuff und das ist halt mein Schreibtisch. Er sieht ganz nice aus, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem im Moment. Das ist so ein richtig wahr gewordener Traum von mir. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.